Ja, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graceseth. Wir sind mitten im Bosskampf gegen Kurt, wie ich es mir gedacht habe in der letzten Aufnahme, als ich ja mein Aufnahmeprogramm nochmal neu installieren musste. Meine Stimme ist ein bisschen zu leise gewesen, aber jetzt habe ich sie ein bisschen laut eingestellt, deswegen hoffe ich, dass man jetzt hören konnte. Ich hatte jetzt keine Zeit, das zu überprüfen, weil ich ja mitten im Kampf bin und egal, hoffen wir, dass das so klappt. Wir kämpfen gegen Kurt. Gucken wir uns den mal an, der hat 62.000 AP. Der gewohnte Soldat mit zwei Speeren ist ein alter Kamerad von Malik und zwei Dragoner. So, das wird nervig, weil der Typ ist, glaube ich, einer der stärksten Gegner. So. Wenn wir jetzt natürlich voll locker platt machen, dann wäre es richtig Hammer. Aber ich habe so das Gefühl, das wird nicht der Fall sein. Obwohl, die sind schon gleich tot. Ich korrigiere mich, die sind tot. Wow, was? 20 years ago, you turned and ran from your responsibility. There's no way I'll let you stop me now. Dragon! Ich kann mich nicht erinnern, diese Szene schon mal gesehen zu haben. Oh, ich habe nur was? Ich bin jetzt immer vergessen, den Typen mit ins Team zu nehmen oder zu steuern, wenn es rauskommt. Oder wir müssen einfach arsch. Meine Mystikart hätten wir das auch gut. Wir haben Chariot nicht dabei, das sehe ich gerade. Da habe ich mir schon irgendwie im letzten Part gedacht, habe ich eigentlich jetzt Chariot mitgenommen. Das ist übrigens noch ein zweiter Lanzenkämpfer, gegen den wir kämpfen. Die erste wäre Victoria gewesen. Genauso genervt geangriffen ab. Und jetzt ist Aspel tot. Ja. Warum auch nicht? Nein. Aber er ist auch nicht so stark, sehe ich gerade. Von den APen jetzt. Wollen wir mal jetzt schön unsere Zauber. Und da kommt schon wieder die nächsten. Ich weiß nicht, hier heimer. Oh mein Gott, sie war beinahe gestorben, was? Da heile ich sie sogar und die stirbt immer noch. Oh nein, wieso gehe ich näher ran? Mein Typ hat aber auch kranke Kombos. Jetzt bin ich tot. Was zum Teufel? Oh, so. Nein. Boah, du. Blöder Sack, ich wusste doch, der Typ ist stark. Ich bin am sichersten gerade. Mein Gott, hör doch mal auf. Er macht den jeden platt. Er geht auf mich. Oh nein, jetzt hält er auch noch Dingens vom Heilen ab. Hält er auch noch so viel vom Heilen ab. Sag mal. Erstmal heil dich mal mit. Weiß nicht. Aua, aua. Komm schon, ich halte das aus. Ich bin starker Junge. So, gleich haben wir unser 11 Dinge voll. So, wie weit lässt sich jetzt nicht von dem kaputt hauen? Oh gut, alle AP voll. So, jetzt können wir schön unsere Mystikarts raushauen gleich. Aua, aua. Komm schon, komm schon. Wieso nur zwei? Ich drücke die ganze Zeit L1. Ich habe die ganze Zeit L1 gedrückt. Warum zum Teufel hat er nicht die Dinge eingesetzt? What the fuck war das? Ich habe die ganze Zeit L1 gemasht. Was war das eigentlich? Und das Spiel hat extra oder was? Oh Gott, er will mich, er will mich. Ja, komm schon. Ja, und er kann sofort natürlich ein. Dann hat mein Zauber wieder abgebrochen. Deswegen hasse ich Mystikarts in dieser Hinsicht, ey. Ja, genau. Ich will den Kampf lieber nochmal von neu beginnen, weil hier läuft alles schief, was schief laufen kann. Und da kommt er wieder. Nein, 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 ich bin schon gleich tot. Aua! Ich war noch nicht mal in seine Angriffsrichtung, ey. Ich dachte nicht. Oh nein. Jubert, mach was. Ah, nein.
Oh, das gibt's doch einfach nicht. Oh nee, jetzt ist nur noch Hubert übrig. Ja, das haben wir schon verloren. Ja, super. Leck mich. So, komm mal her. Sharia. Ich weiß nicht. Pascal, mach du mal. Ich wollte jemanden, der als Magier hier fungiert. Ja, gut, okay. Nein, du gehst direkt auf Sharia los. Ich krieg die Krise. Warum gehen alle immer auf Sharia los? Was ist denn der Scheiß? Ja, aber ihr habt mich alle Zauber wieder eingestellt, weil sie alle irgendwie schon als Meistertitel hatte. So. Kurt, bleib hier. Ich krieg die Krise. Warum gehen sie alle auf Sharia? Ja, los. Warum ist sie mit einem Schlag weg gewesen? Was war das denn? Ich glaube, langsam kriege ich ihn. Holla. Das gut. Ja, schön die Zauber auf den. Nein. Und zack. Ignoriere einfach, dass ich voll den Bumerang auf dich werfe, ne? Nur ein Papierschnitt, ne? Mein Gott. Jetzt voll krank am Kämpfen. Oh, er hat irgendein. Er hat Gift, was? Das ist richtig geil. Was willst du? Ah. Oh nee, den bringst du jetzt nicht. Oh nein, den bringst du jetzt auch nicht. Verdammter Dreck. Warum ist denn der Angriff so stark? Verdammt, sind sie im Elefanten. Nein, nicht auf Sharia, ich krieg die Krise. Wow, 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 wow. Revitalisierung jetzt gut, Sharia. Oh, danke. Ist gut, wenn jemand auf mich hört. Oh, Angriffszeichen mal, glaube ich. Sind sie gleichzeitig oder was? Aua, aua. Nicht auf mich. Oh, der ist echt gut. Aua. Der war nur ein Schlag von dem. Der hat mir 1900 abgezogen. Geh weg. Ey, ich kann da nicht ausweichen, was soll das? Ah. Nein, nicht auf Sharia. Man, gehst du weg von Sharia? Boah, was? Ich hab sie sogar noch gerettet. Mal schon. Jetzt gehen wir wieder auf Probleme. Nein, geh weg von Sharia. Komm auf mich. Ich bin großer, starker Mann. Du willst doch mich. Oh, Alter, zu spät. Ich habe wie ein Bekloppter trainiert, ne? Ich krieg immer noch aufs Maul. Das darf einfach nicht wahr sein. Okay, kann das sein, dass ich, weil ich die Dingens hier ausgestellt habe oder was? Ah, kann doch nicht daran liegen. Mein Gott. Wieso kann ich denn nicht ein Ding einsetzen? Warum kommen überhaupt die Katzen jetzt nicht? Oh, der ist tot. Scheiß drauf, ist mir jetzt vollkommen egal. So, keine Ahnung. Wir haben gewonnen. Das ist alles, was zählt. Und Pascal hat Sternbrecher erzielt. Erzielt? Erlernt, mein Gott. Bosskampf, wieder Probleme. Malak, you have grown strong. It appears we are no longer equals. Machst du Witze? Machst mich mit zwei Schlägen hier kaputt? I could not have defeated you without my companions. Stimmt. Was soll's, du hast immer noch coole Haare. Ah, the Valkyries! Ah.
Impossible! I'm sorry, sir. Chancellor Eigen ordered me to increase the output to maximum. Oh no! It's starting a chain reaction! Shut it down! Now! Come on! I tried, but I can't. The emergency shutdown isn't responding! I'm afraid there's no choice! I'm gonna have to destroy the main outflow pipe! No way! You can't do that! It's too dangerous! This whole situation is my fault! I have to do something! No! This is my responsibility! I'll take care of it! Kurt! Kurt! Try to hold on, old friend! Kurt! Miss Pascal, was it? Please! I must ask you to complete your research. Without a working Vulcanus, Fendal is doomed. We must find a way to control its potential. You have got to complete your research. Save my country. You must save my people. Kurt. Malik. It's all up to you now. I'm going to have to leave the revolution in your hands. Fight. You must do whatever it takes to save our people. Kurt, no! You're strong! You have to fight! Kurt! Ja. Ich möchte jetzt natürlich jetzt nicht den Spielverderber eben hier sein, aber warum hat Malik nicht einfach seinen Bumerang auf das Ding geworfen oder irgendjemand mit Magie das Ding abgeschossen oder Hubert hätte mit Magie abschießen können oder sie hätte ihren Geschossstab hier, ja, sie hätte ihren Geschossstab benutzen können und sie hätte Messer drauf werfen können und sie hätte den Geschossstab, diese eine Technik, wo sie mit ihren Fäusten das schießt, einsetzen können und jetzt wird er bestimmt auch irgendwas gemacht, aber was soll's. Ja, mit wem reden wir denn? Hoffentlich geht's dem Hauptmann gut. Aber kurz, schrecklich, dass es dazu kommen musste. Kurt bewegt sich nicht, das heißt, er ist tot. Okay. Die versteht nicht, dass er tot ist. Das ist gruselig. Speichern wir erstmal. Auch wenn wir jetzt schon die Aufnahme gestartet ist, aber ja. Platinwurfklinge. Warum hat er eine Wurfklinge bei sich? Haben wir sogar schon, mein Gott. Ja, Pascal. Steuerung ist weg. Da hat Kurt mir ja echt keine kleine Aufgabe übergeben. Na, ich hätte nie erwartet, dass es dazu kommen würde. Kurt ist. Ja. Also aus, wir haben alles auf das Experiment gesetzt. Wie konnte das passieren? Sogar die Amerikaner haben uns geholfen. Ja, Malik. Na Kurt, warum